Herzlich willkommen bei uns im Karstadt Sports Running Lab. Mein Name ist Stefan und ich bringe euch heute das Thema Laufbandanalyse bei uns bei Karstadt Sports etwas näher, um euch zu zeigen, wie das abläuft und wie lange ihr dafür braucht, einfach einen Einblick zu kriegen und vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen vor dem Wort Laufbandanalyse. Gehen wir das heute mal durch, sodass ihr wisst, was auf euch zukommt, wenn ihr zu uns in die Läden kommt. Also, schaut es euch an. Okay, du stehst jetzt hier auf unserem Laufband, die Schuhe sind ausgezogen, die Hose ist hochgekrempelt, sodass wir auch deine Beinachse richtig sehen können. Du warst schon mal auf dem Laufband gewesen? Ja. Ja, okay. Dann aufpassen, dass du hier zwischen den Häumen bleibst, nicht zu weit nach hinten kommst. Und ich mache dir noch den Sicherheitsclip ran. Wenn dann doch irgendwas passieren sollte, dann stoppt es abrupt das Laufband und läuft nicht weiter, sodass dann nichts passieren kann mit dir. Nach dem Laufen, wenn ich sage, die Aufnahme ist fertig, drückst du einfach auf die Stopptaste und dann hält das Laufband langsam an. Du musst aber weiterlaufen, bis es komplett zum Stehen kommt. Okay, Laufgeschwindigkeit mache ich jetzt moderat, so zwischen 9 und 10 km/h, dass wir sehen können, wie dein Bewegungsablauf normalerweise beim Laufen ist. Gut, dann mache ich es mal an. Vorsicht, geht gleich los. So, dann mache ich dir die Laufgeschwindigkeit auf die besprochene Ausprägung. Also, wenn ihr jetzt bei uns im Laden wäret oder uns besuchen kommt, dann würdet ihr jetzt neben mir stehen wie der Nico und wir würden uns gemeinsam nach dem Laufen auf dem Laufband, nach dem kurzen Laufen, eure Aufnahmen hier im Computer und auf dem Bildschirm einmal ansehen. Und zwar einmal in normaler Geschwindigkeit. Ja, hier sieht man, wie du normal läufst. Da sehen wir noch nicht ganz so viel. Und dann gehe ich einmal in den Zeitlupenmodus, sodass deine Füße sich extrem langsam bewegen und wir genau sehen, wie deine Fußstellung ist und wie dein Verhalten beim Aufkommen ist und auch wieder, wie es aussieht beim Abstoßen. Und so können wir dann eben sehen, ob du eine Stütze brauchst, ob du keine Stütze brauchst und wie deine Fußbewegung im gesamten Ablauf ist. Das war ein kurzer Einblick in unsere Laufbandanalyse. Kommt einfach vorbei, probiert es aus. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen den Respekt oder die Angst davor nehmen können. Es passiert nichts Schlimmes. Kommt einfach zu uns in die Läden. Ihr braucht keine Voranmeldung. Wir machen das spontan, wenn ihr auf die Fläche kommt. Und dann finden wir für euch gemeinsam euren perfekten Laufschuh. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal in unserem Running Lab. Euch einen guten Lauf. Bis dahin, euer Stefan.